Recht herzlich willkommen zur 17. Folge von City Skylines. Ja, wir waren letztes Mal so frei und haben Straßen gebaut, damit das Verkehrsaufkommen besser in den Griff zu kriegen ist. Ja, müssen wir gerade mal verlaufen lassen. Und dann schauen wir nochmal gerade rein. Hier sind die vielen Autos. Und wie sieht's aus? Okay, hier knubbelt sich's jetzt und wir haben im Endeffekt hier unten irgendwie noch so eine zweite Straße, die dann da abfließt. Ist ja auch nicht so dolle, ne? Kommen wir da ein bisschen reingezoomt? Ja. Bin schon am überlegen, ob wir hier... Was ist denn das für ein Laden hier? Das ist ganz einfach ein Wohngebäude. Ob wir die Straßen nicht einfach hier weiter durchziehen? Das ist nicht schön, aber... würde... natürlich was bringen, ne? Gehen wir mal dahin. Vierspurige Straße war das. Mit Bäumen. Da wird der ein oder andere sich nicht darüber freuen, ist auch klar, aber was soll's, hä? Wie sieht's jetzt da aus in dem Bereich? Da knubbelt sich's noch. Okay, das ist ein Traum. Rauchmelder. Blumentopf tut da bestimmt irgendwer. Ja, die Ärzte sind auch toll. Katze und Rauchmelder. Krankenhaus freuen die sich drüber. Blumen gießen. Okay, da haben wir dann die Polizeistation noch. Ah, das ist alles jetzt hier nicht so, irgendwie ist das nicht so der Bringer hier, ne? Wie 4.983 nehmen wir jede Woche ein. Ich bin am überlegen, ob wir dann nicht doch diese Richtlinien gerade mal einschalten. Was würde uns denn der Rauchmelder komplett kosten? Machen wir mal rein. Und gucken dann, wie sich das hier entwickelt. 4.300. 4.000. 3.700. So wirklich entzerrt hat sich's nicht, ne? Also hier schon, ne? Aber hier, obwohl jetzt ist es glaube ich nicht mehr dunkelrot, jetzt wird's ein bisschen heller. Dafür haben wir da hinten das Problem, dass es da schlechter geworden ist, ne? 2.600, 2.300, also die Rauchmelder kosten richtig Geld. ...1.800. Ich glaube, die können wir wieder abbestellen, ne? Das ist ja richtig teuer. Ja, diese Richtlinie werden wir jetzt definitiv wieder abwählen, weil einfach zu teuer, ne? Können wir uns nicht leisten. Auf jeden Fall auf der ganzen Karte bringt das nicht. Gut, schauen wir mal hier hinten hin. Da ist ja jetzt die Zufahrt noch gefragt, ne? Ja, Grundstückspreise sind auch ganz schick. Wir wollen aber erstmal unser, was wir haben, vielleicht zubauen. Hier haben wir natürlich jetzt richtig schicke Straßen. Wie sieht's hier aus? Sechsspurig. Die Autobahn kommt auch sechsspurig rein, ne? Können wir da auch sogar bauen, oder wie sehe ich das? Soll gerade laufen. Jetzt müsste alles abgerissen werden. Warum wird das so komisch? Ort ist bereits belegt, Entfernung zu gering. Da wird alles abgerissen werden, wenn ich das so mache. Also machen wir es nicht so. Gut. Diese Seite würde ich aber trotz alledem gerne mal abreißen, ne? Wir können natürlich... Ja, da warte mal, wo sind die Kreisverkehre? Könnte man ja auch sowas hier hinzaubern, ne? Geht das? Ne, das geht gar nicht. Das geht schon, aber wer weiß wo, ne?
Da wird was gehen. In dem Sinne wird aber der Strommast abgerissen werden. Ja, da müssen wir irgendwann mal eine andere Auffahrt haben, ne? Tja. Das wäre hier dran zu bauen, ne? Wie soll ich das sehen? So, ne, wäre das gewesen. Das wäre eine vierspurige Kreuzung. Könnte man da so anschließen? Bringt uns das was? Gute Frage, eigentlich nicht, ne? Die kann man auch nicht anschließen. Warum das denn nicht? Weil das da unten schon wieder dran ist, oder wie sehe ich das? Wie geht das denn bitte schön? Dass der da nicht einrastet ist. Ah, guck, jetzt wird's gehen. Ist die Frage, ob das interessant wäre, das so zu machen. Ich glaube nicht. Lassen wir erstmal sein. Nochmal die Karte auf und gucken, ob wir hier nicht eine zweite... Naja, das war die falsche. Diese. Ich reiß mal hier unten was weg. Dieses Haus da. Und baue einbahnstraßentechnisch was dahin. Zweispurig, gibt's dreispurig? Ne, gibt's nicht. Würde ich jetzt dieses favorisieren? Und zwar von dort bis nach dort. Stopp, das machen wir noch ein bisschen anders. Das ist zu weit. Das ist okay. Und einmal bitte bis hierhin. Das ist jetzt eine Sackgasse in dem Sinne. Und das darüber. Geht nicht? So, jetzt hat das geklappt, oder? Fahren da dann jetzt Autos lang? Nächste Frage, ne? Ja, da kommen sie. Ist nur die Frage, zweispurig? Z, nicht X. Da unten knubbelt sich's ja richtig viel und hier fahren sie jetzt zweispurig lang. So, und dann da raus. Ja, das sieht gut eigentlich aus, oder? So, jetzt müssten wir hier diese Straße nur noch umändern. Dass es eine Einfahrtstraße wird. Ich sag mal ab hier, ne? Dann machen wir eine Einbahnstraße raus. Die könnten auch notfalls da hinten lang fahren, würde jetzt nicht das Problem darstellen. Also heißt das, wir reißen hier ab. Und bauen dann... Ja, die ist ja okay so, die Straße. Wieder auf. So, dabei ist das Industriegebiet dann draufgegangen, oder wie sehe ich das? Sollte man nicht meinen, ne? Gut. Auf der Seite... ich glaube, wir machen das anders. So. Und machen das so. Ich weiß nur nicht, ob die das machen. Weil in einem gewissen Sinne hat das keine Anbindung an diese Straße dann, ne? Spielt auch gar keine Rolle. Ab und zu muss man wieder was abreißen, ne?
So, bis dahin machen wir Industriegebiet. Komm, das lassen wir jetzt vollschütten. Passt schon. Da lassen wir es erstmal weg. Oder? Obwohl, das ist ja noch eine Kreuzung vorher. Da machen wir nichts. Das steht noch. Aber das da. Ich weiß nicht, ob da überhaupt gebaut wird, weil das nicht direkt an der Straße dann grenzt, ne? Man möchte schön frei machen. Aber geht im Endeffekt nicht, ne? Die bauen da jetzt auf jeden Fall, weil direkt an der Straße. Gegenüberliegend bauen die nicht, weil nicht direkt an der Straße. Irgendwann kannst du es dann abreißen, ne? Ja, müssen wir so machen. Sonst bauen die da nicht. Jetzt sehen wir, wie es gleich losgeht, ne? Was macht er hier? Außer Betrieb, funktioniert. Franks Fischstäbchenfabrik, guck an. Siehst du, und dann geht's da auch los. Und fahren die da auch zweispurig lang? Ich glaube ja, oder? Ja, auf jeden Fall fahren sie auf der linken Seite auch. Was macht das Verkehrsaufkommen dann? Da ist es schon relativ schwierig noch, ne? Hier ist kein Wasser. Okay. Dann müssen wir da Wasser legen, ne? Passt. Jetzt haben die da auch Wasser. Und dann wird auch ratzfatz gebaut. Gut. Was macht denn unsere Buslinie? Fährt die da noch irgendwo lang? Oh, guck mal, das hat sich automatisch umgelegt. Kann das sein? Die Straße haben wir vorher nicht gehabt, ne? Okay. Auch schön. Ja, wo schneiden sie sich? Hier irgendwo oder nicht? Ja, die fahren auf jeden Fall da überall vorbei. Denn ist gar kein Durchgang. Lasse fahren, das passt schon. Gut. Sollen wir hier irgendwo noch eine Bushaltestelle mehr hinmachen? Tja. Zum Linie zum Hinzufügen einer Halte ziehen. Okay, das hat wohl geklappt. Da ist eine Haltestelle auf der Seite allerdings, aber das ist ja nicht schlimm. Das hat auch noch geklappt. Machen wir da auch noch eine Haltestelle hin. Wunderbar. Gut, da war irgendwas zum Abreißen oder habe ich mich jetzt vertan? Ist das Feuer? Ne, das ist Feuer, ne? Nichts abreißen, das brennt da. Ist da die Feuerwehr denn vor Ort? Ja, müssen wir jetzt schon wegreißen. Okay, war Schutt und Asche, ne? Hier ist alles im grünen Bereich. Gut, hier sieht's auch schick aus. Da ist ein Haus, was weg kann. Hier unten haben wir auch noch Industrie. Die läuft auch. Hier sind ein paar Häuser in einem Kommerz, die weg müssen. Da ist auch noch eins. Alles gut. Was haben die da unten für ein Problem?
keine ausgebildeten Arbeiter, ne? Da fehlt's an der Ausbildung. Hier sind wir bei 6000. Das ist ein ziemlich guter Wert. Müssen wir gucken, was wir weitermachen. Ja, so innerstädtlicher Verkehr ist ja nur das andere. Hier müssen wir erst 7500 haben, bis da weitergeht. Ah ja, hier hatten wir ja noch einen Berater. Gucken wir doch mal, was der sagt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich das so gemacht. Ja, ich würde gerne U-Bahn machen, aber ich kann sie leider noch nicht bauen. Das sind Vorschläge, ne? Gut, haben wir aber. Okay, damit haben wir unsere Einfahrtstrecke verbessert. Gucken, was daraus wird. 10% Mutanten haben wir irgendwo. Die will ich gerade wegmachen, die Mutanten. Die will ich hier nicht haben. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon das Falsche weggeklickt, aber egal. Sonnenaufgang, super, klar. Ledergeldbeutel gefunden hat auch keiner. Und wenn, dann wird das behalten haben. Alles weg hier. Wunderbar, weg. So, hier sieht es jetzt nicht mehr rot aus. Naja, hier doch noch, aber nicht mehr so extrem. Verkehrsaufkommen hat sich verbessert. Diese Kreuzung ist natürlich schwierig, ist auch klar. Müsste man überlegen, was wir da weitermachen. Und diese Straße braucht unbedingt eine Unterstützung noch. Die werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Runde in Angriff nehmen, damit das Verkehrsaufkommen hier besser wird. Spricht dafür, dass wir diese hier vielleicht ärgerlicherweise lang da durchziehen, ne? Dafür müssen wir was abreißen. Kommen wir wohl nicht drum rum. Gut, aber für diese Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.